Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist der 20.05. und ich mache ein Get Ready with Me. Ja, ich wollte einfach nochmal die Jaclyn Hill Palette austesten, weil ich ja so empfindliche Augen ihr gegenüber reagiert habe. Ich weiß es nicht, ob es am Wetter lag. Heute regnet es, heute ist mal andere Wetterverhältnisse. So sieht sie aus. Und das ist die. Welche bist du? Die hier. Damit ihr Bescheid wisst. Und dann wollte ich die Foundation hier testen. Da ist nicht mehr viel drin. Da ist nur noch die Hälfte drin. Die möchte ich einfach platt machen. Und davor wollte ich mir einen Primer auftragen. Und zwar den hier. Der ist von Catrice aus einer LE. Den habe ich, glaube ich, von der lieben Sarah zugeschickt bekommen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, im Sarahs Päckchen war das. Man weiß manchmal gar nicht, in welchem Päckchen es war. Aber ich glaube, das war von der Sarah. Wir gehen mal davon aus, ich habe mein Gesicht mal nicht eingecremt, weil ich brauche es nicht, wenn ich so ein Serum benutze. So trocken ist es jetzt nicht. Und ich habe mir jetzt drei Pumper aufgetragen und mal gucken, wie das ist. Gell? So. Okay, dann habe ich mein Schwämmchen schon und brauche einen Foundation-Pinsel. Die Catrice Make to Stay Make-up. Ich glaube, das gibt es schon eine ganze Weile nimmer. Ich bin mir zwar nicht so sicher und die Farbe ist 010 Vanilla Beige. Ich finde aber nicht so, dass es so hell aussieht. Wenn ich mal ehrlich bin zu euch. Mal, hört sich gut an, ne? Ich bin eigentlich immer ehrlich zu euch. Ja, also der Primer hat, boah, ich habe so Unreinheiten. Ich habe auch heute meine Tage gekriegt gestern. Es war mir so klar, weil mein Gesicht so rebelliert. Ich glaube, ich mag halt nicht mehr so diese pastösen Foundations. Bis auf die Elf, die mag ich wirklich vom Finish her. Die hält mich auch gut. Und irgendwie, ja, man muss halt gucken, ne? Ob die nicht so reichhaltig ist. Ja, genau. Und ich wollte eben, wie gesagt, diese Jaclyn Hill Palette testen. Denn wenn ich sie nicht vertrage, braucht sie ja nicht bei mir zu sein. Ist halt einfach so. Ja, also ich finde, die Farbe passt sehr gut. Was ist das jetzt? Dreck. Ja, also ich kann jetzt gerade nicht meckern. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wirkt in der Kamera immer so hell, aber das liegt wahrscheinlich an den Lichtern. Ich habe ja hier eine Softbox stehen und am liebsten schminke ich mich auch eigentlich mit Tageslicht und nicht mit Softbox, weil manchmal sieht das nämlich für mich in dem kleinen Spiegel besser aus als in richtig, also in Natura, im Live. Ja, die Foundation wirkt eigentlich ganz gut. Klar, ich habe jetzt keinen mattierenden Po-Verfeinerer genommen, aber ja, so groß sind die jetzt auch nicht, sind keine Grätschen. Ich bin gespannt, es hat sich nichts abgerollt im Moment. Das ist mir schon eigentlich wichtig, dass diese Foundation sich unter diesem Primer nicht abrollt. Das war letztes Mal so eklig. Ich hoffe, das war nichts anderes, was sich in meinem Gesicht da abgerollt hat. Okay, dann Corrector oder Concealer. Corrector habe ich jetzt vergessen, aber wir tragen uns das. Ich trage meinen Corrector zum Beispiel, der ist jetzt von Urban Decay, nur hier auf, weil das sind eigentlich die Schatten meiner Sünden. Wie man so schön sagt. Und den kann ich dann auch mit dem Finger verblenden. Und dann, das ist jetzt die Farbnuance Peach. Was ich sehr, sehr gut finde bei gerade in dem Innenwinkel. Ich ziehe das gar nicht so mit arg runter, weil ich finde, da brauche ich es eigentlich nicht. Da reicht mir auch ein Concealer. Nur im Innenwinkel, da finde ich, das ja, gleicht schon etwas aus. Ein bisschen Concealer. So
So bei so Wintertagen kann man tatsächlich, also bei Herbsttagen oder Frühlingstagen, die nicht so warm sind, also bei keinen warmen Tagen, sage ich mal, kann man so pastöse Foundation mal tragen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher schon das Schwitzi. Vor allen Dingen im Gesicht. Also es kommt dann wirklich aus jede Pore raus. Das Gesicht sieht dann schön glänzend aus, aber man wischt sich doch im Gesicht herum, ne? Was dann nicht so toll ist. Ich trage meinen Puder von Too Faced mal auf, gerade in meinem Nasenbereich. Okay, dann nehme ich den Pinsel hier. Wollte ich, glaube ich, mal aussortieren. Ich bin mir gerade mal so sicher. Ich trage den aber auch hier. Dann wird er halt nochmal gewaschen. Nee, den wollte ich nicht aussortieren. Gerade hier so einfach, um die Poren zuzumachen. Tolles Puder. Tolles Puder. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Okay, und dann pudern wir unsere Visage hier ab. Da benutze ich das MAC-Puder. Ich bin immer noch da dran. Heute kommt mein Update. Heute werde ich es drehen, wenn ich es schaffe. Ich habe nämlich noch einiges zu tun. Aber wenn ich dazu komme, weil heute ist ja eigentlich der 20. und damit es nicht arg undings ist, unrealistisch, sage ich mal. Das Puder habe ich schon mal gepresst, werde ich jetzt aber nicht mehr machen. Ich presse es nicht, weil dieses Rumgepresse, das nervt einfach nur. So, dann passt auch mein Gesicht zum Körper. Genau so. Dann tragen wir uns mal Blusher auf. Dann nehme ich den Joué Flirt Blush oder den. Nee, ich nehme heute mal den Rose Gold Blush. Ich finde den wunderschön von Joué. Putrig, aber. Wunderschön. Wirklich kann man toll aufbauen, finde ich. Gerade mit so einem fluffigen Pinsel. Ich liebe diesen Pinsel. Ich habe ganz vergessen, dass ich ihn habe, weil ich immer die anderen benutzt habe. Finde ich toll für. Das kommt den MAC, ich glaube, 137er Pinsel, der so ein bisschen fluffy ist, sehr nah. Oder von Morphe gibt es da auch noch einen. Den 500. Ich weiß es nicht mehr. Den immer die Jenny Highlights benutzt. Den werde ich mir auch mal anschauen. Aber der ist nicht so langlebig. Das sind synthetische Haare, die halten halt ein bisschen mehr. Was mir nicht unbedingt darum geht. Ja, dann trage ich mir doch einen Highlighter auf. Da benutze ich den vom P2, das ist diese Kugel. Und trage den mal einfach schnell auf. Das war ein bisschen zu langsam oder zu schnell. Ich habe nämlich meine Foundation mitgerissen. War nicht, natürlich nicht. Das war natürlich nicht so optimal, was ich da getan habe. Wir wollen mal nicht davon sprechen, dass es die beste Lösung war, was ich gerade gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Schwamm komme ich gar nicht weit. Ich muss das schon mit dem Finger tupfen. Also das bitte mir nicht nachmachen, was das angeht. Dann Bronzer mit meinem Bronzingpinsel. Wisst ihr, was ich zurzeit mache? Um meine Hand nicht schmutzig zu machen, gehe ich einfach hier so lang und trage mir ein bisschen Produkt dann ab. Ich möchte ein paar andere Methoden ausprobieren, um meinen Bronzer aufzutragen. Sehr ungünstig, was ich da getan habe. Aber seht ihr, das sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Ich hoffe, dass das nicht immer so beppig bleibt. Ich habe den schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, genau, das kommt dahin. Das habe ich ja heute benutzt. Ich probiere mal ein bisschen Blush drüber aufzutragen. Das dann. Wisst ihr, dass es nicht so klebrig ist? Ist trotzdem noch klebrig. Ist so ein Wetstick, würde ich sagen.
ist mir auch hier irgendwie gelandet. Nicht so günstig. Ich benutze meinen Eyeshadow Primer von Essence. Kommt dem Painterly, denke ich, nachher. Ich würde auch gerne mal den Paintpot testen, einfach nur, um zu wissen, weil das so oft empfohlen worden ist, ob der wirklich so gut ist oder ob ich damit zum Beispiel gar nicht klarkomme. Zurzeit habe ich echt Probleme, dass mein Lidschatten auf einmal hier unten ist, weil meine Augen entweder lache ich oder liege ich oder was weiß ich. Ist keine gute Idee. Seid ihr die Backtanten im Gesicht? Also ich bake eigentlich nicht. Bis auf bei Looks, wo ich es halt brauche, aber sonst nicht. Also im Alltag eher nicht. Bis auf die Stirn. Da trage ich meistens echt viel Produkt auf. Denn viele Foundations sind mir einfach zu reichhaltig. Gut, aufhören mit so viel Geschwätz am frühen Morgen. Das ist meine Palette, die ich ja heute benutzen werde mit euch zusammen. So sieht die aus. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ich habe mir extra so ein farblich passendes Oberteil angezogen, dass ich die Ockertöne auch benutzen kann. Und das werden wir auch tun. Ich zeige euch immer, was ich dann benutze. Da ist auch cool gemacht, dass da ein kleiner Spiegel dabei ist. Manchmal fehlen mir die kleinen Spiegel, ja. Also, dass man wirklich, gerade beim Video machen, ne, dass man kurz guckt auf beide Augen, weil hier sehe ich zwar beide Augen, aber es ist ein Vergrößerungsspiegel, das macht das Hirn nicht immer mit. Irgendwie. Ich trage mir den hier auf. Das ist so ein schöner Orange-Ockerton. Den trage ich mir auch ordentlich auf. Weil wenn heute wieder meine Augen drehen, dann liegt es echt an der Palette und nicht an draußen. Und das würde mich echt ärgern. Das sind tolle Paletten, die möchte ich ungern eigentlich abgeben. Wisst ihr, und ich glaube, das ist Made in China. Und Made in China ist bei mir persönlich sehr riskant irgendwie. Ich vertrage es einfach nicht. Ich glaube, die sind in Made in China, ja? Klar, andere Voraussetzungen, keine Ahnung was, aber Made in China heißt ja nicht immer schlecht. Und ja, diesen Braunton habe ich noch nicht benutzt. Da bin ich jetzt reingegangen mit den 228. Von Zoeva, weil ich liebe diesen Pinsel. Ja. Nicht, dass ich euch hier falsche Informationen gebe. Und wenn mal die Perspektive nicht so ist, dann tut es mir echt leid. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich filme. Nebenbei, muss ich ehrlich sagen. Ja, ein bisschen fleckig wird das schon, sehe ich gerade. Das waren ja auch die Mängel, die Jaclyn Hill einstecken musste. Aber ich meine, klar, muss 183 Tage auch, wenn die scheiße sind. Oder halt die Qualität nicht so passend ist. Und wenn diejenigen, manchmal denke ich, haben die Leute das überhaupt probiert, was sie da verkaufen? Also da frage ich mich wirklich, ob sie das überhaupt mal getestet haben. Oder ob das einfach rausgehauen worden ist und gucken, was passiert. Da möchte ich noch einen dicken Dunkler nehmen. Dann nehme ich mir den Pinsel hier. Das ist der Morphe 508. 506, falsche Informationen. Schon wieder. Heute gibt es nur falsche Informationen von mir. Ich liebe diesen Pinsel und ich kann euch empfehlen, wenn der zu buschig ist, den zu waschen und dann in so ein Papiertaschentuch einzuwickeln und so trocknen zu lassen. Das habe ich auch gemacht, dann kommt das spitz wieder raus. Also das ist so meine Empfehlung, weil Brush Guards für so einen kleinen Pinsel habe ich nicht. Und wüsste ich auch nicht, wo ich das herbekomme. Ich gehe nochmal in den dunkelsten Ton und trage ihn mir nur hier. Der funktioniert ganz gut gerade. Heute wird es trist.
Und Gold möchte ich und ja, ist irgendwie voll die Böcke da drauf. Wenn der spitz ist, kann man auch super am Wimpernkranz arbeiten. Also hier so. Ja, da kann man so wirklich präzise auch verblenden und Produkt aber auch großzügig auftragen. Wenn, dann sollte man halt einen flach gebundenen Pinsel nehmen, wenn man es richtig punktuell dahin haben möchte. Ich möchte das eher so smoky gerade da unten. Und da auch so. Seht ihr das? Das gefällt mir schon richtig gut. Ich gehe nochmal in dieses hellere Braun, was ich vorher drauf gemacht habe. Verblend so das Dunkelbraun noch miteinander. Sind immer so viele Schritte, obwohl das so routinemäßig schon drin ist. Das ist unglaublich. Dann, meine Lieben, ziehe ich mir, glaube ich, schon irgendwas Cut-mäßiges, damit ich einfach auch noch mehr Farben testen kann. Zum Cutten benutze ich so einen flach gebundenen. Eigentlich ist das, glaube ich, ein Concealer-Pinsel oder so. Aber ich finde, das klappt auch super. Ich pinsel jetzt einfach meinen Pinsel an. Also ich nehme hier einfach das Produkt ab und trage es mir hier auf. Okay, dann wende ich hier noch mal so ein bisschen braun hin. Und dann gehen wir wirklich Oh, mit ich freue einem mich. fluffigen Lidschattenpinsel, der mir gleich auseinanderfällt. Manche Dinge hat man schon echt lang, ne? Ich muss sagen, diese Ebelin-Reihe hat mir echt gut gefallen. Und da war mal in so einem Paket drin. Und den feiere ich bis heute noch. Bis heute. Ja, mit Gelb haben wir gar nicht mal so viel gearbeitet. Deswegen möchte ich in dieses Gelbgold da gehen, denn das passt perfekt. Wie die Faust aufs Auge. Und ordentlich Produkt auf. Hammer. Also das ist jetzt gerade echt super schön. Wirklich sehr, sehr schön. Also wunderschöne Farbe, das ist übrigens der hier. Ich versuche es gar nicht, den Namen auszusprechen. Heute möchte ich euch nicht so belustigen wie sonst. Sonst mache ich das super gerne. Das ist. Was wir auch machen könnten ist. Ich mache mal den Concealer-Pinsel sauber und gehe nochmal in das Produkt rein, ganz, ganz nah. Und versuche einfach eine scharfe Kante reinzubekommen mit dem Pinsel. Bin echt schwer begeistert gerade. Dann möchte ich dieses dunkle Braun nochmal testen. Ihr seht ja den Farbunterschied. Das sieht nämlich so ein bisschen bröckelig aus. Trage mir das nur hinten zur Verbindung auf. Gefällt mir richtig gut. Im Innenwinkel, ich gucke mal, ob das ist so ein Strahleton. Im Innenwinkel tragen wir uns dieses wunderbare helle Weißton, dieses wunderbare weiße, diesen weißen Ton hier nochmal auf, damit wir es ein bisschen. Seht ihr das? Geöffnet haben, weil es doch dieses Braun einfach drückend ist. Ja, und trotzdem strahlen die Augen grün. Tolle Farben. Wirklich tolle Farben.
gefällt mir mega gut. Ich hoffe, meine Augen drehen nicht. Ich würde sagen, ich mache meine Augenbrauen soweit ready, mache Mascara drauf, dann fege ich mir den ganzen Scheiß aus dem Gesicht und dann komme ich nochmal zurück und ich glaube, ich mache dann nochmal ein kurzes Update in ein paar Stunden, wie es meinen Augen ergeht. Dann wisst ihr auch Bescheid und ja, genau. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr Lieben, ich habe mich entschieden für diesen Creme Brûlée. Ich finde, ich habe ein bisschen hier abmattiert, weil das ganze Schimmer mir runtergefallen ist und ich überall goldene Flocken habe, was jetzt nicht so dramatisch ist. Schöner wäre es gewesen, hätte ich kein Vorlaut. Aber so ist es nun mal. Ein wunderschöner Peach-Ton. Peach Beige gefällt mir sehr gut. Was sagt ihr zu dem Look? Also im Moment bin ich wirklich begeistert. Ich habe noch meinen unteren Wimpernkranz, also den obersten Wimpernkranz innen im Auge schwarz angemalt und noch einen dünnen Lidstrich gezogen. Ich finde, das umrahmt immer das Auge, das brauche ich. Sieht einfach bei mir, finde ich persönlich, einfach schöner aus, wenn die Wimpern nicht da so falsch rumhängen. Durch diese Wimpernkranzverdichtung finde ich es eigentlich immer ein toller Look. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns einfach im nächsten Test. Ciao.